Man muss sich halt auch mal fragen, wie fühlen die Jungs sich, die bei mir im Unterricht sitzen. Die sind hier, um zu kicken und nicht, um Deutsch zu lernen. Also ich bin da jetzt auch nicht blauäugig, mir ist das schon klar. Und irgendwie muss ich die ja catchen. Und das läuft über eine persönliche Ebene. Ja, wir haben ein Theaterstück gemacht. Also ich fand es wirklich schön, dass die, dass auch Serge und Joshua und Manu sind dann zu den Jungs hin und hey, super gemacht, Lucky, super gemacht von sie. Und da waren die Jungs dann schon stolz. Was war denn so die beste Ausrede, warum jemand die Hausaufgaben nicht gemacht hat? Mein Hund hat die Hausaufgaben aufgefressen. Ja, Nein. Wirklich. Ja, wirklich. Lissabon. Hammer. Das waren Gänsehautwochen, wie das Team zusammen funktioniert hat. Als wir dann aufs Spielfeld durften, endlich viele lustige Fotos bekommen von meinen Freunden, die mir geschrieben haben, man hätte sich nicht rasieren können. Wie siehst du denn aus? Ich war emotional einfach fix und fertig. Mit Max Stegmüller. Hi Max. Servus. Sehr, dass du da bist. Ja, ich auch. Max, wir haben uns ja das allererste Mal vor 2 Jahren kennengelernt beim Interview mit Fonsi. Aha. Wie geht's dir da, wenn du es hörst? Oh, jetzt einer meiner Schüler, der gerade mal ein halbes Jahr bei mir war, der hat jetzt sein erstes Interview auf Deutsch. Stress pur. Ja. Nein, für mich ist es natürlich entspannt. Ich stehe ja nicht vor der Kamera. Aber nee, mich freut es einfach, wenn die Jungs es dann gut hinkriegen. So. Und ja, ich bin jetzt auch schon länger dabei. Man merkt dann auch, wie nervös sie dann doch sind, weil es ja natürlich schon wichtig für die auch. Die wollen es natürlich auch gut machen. Also ich mag's. Ist ja fast wie so eine Abschlussprüfung dann, oder? Kann man das so sagen? Na, nach einem halben Jahr nicht, aber das ist so das erste Mal, dass sie sich so in der Sprache beweisen müssen, sage ich mal. Und er hat es sehr, sehr gut gemacht. Lass uns doch mal zusammen reinhören. Deutsch ist schwer. Ja. Ja, sehr schwer. Es ist hart, aber ich lerne. Ja. Ich gebe mein Bestes. Gibt es denn ein Wort auf Deutsch, das du besonders lustig findest? Funny? Ja. Ihr habt viel lustige Worte. vielleicht. Schiedsrichter. Ja. Schiedsrichter. Ich sage, liebe Schiri. Er sagt immer noch nur Schiri. Schiedsrichter geht immer noch nicht. Immer noch nicht, keine Chance. Ja, das ist schon Wahnsinn, finde ich, nach einem halben Jahr, dass er das so gut drauf hatte. Ich war wirklich erstaunt. Und auch wenn ihr oft bei dem YouTube-Video auf dem FC Bayern-Kanal die Kommentare drunter anschaust, waren auch Kommentare wie, also mein Vater ist seit 25 Jahren in Deutschland und spricht nicht so gut Deutsch. Ja. Kannst du ja schon selber auf die Schulter klopfen. Das machen die Jungs. Ja. So. Gab es auch mal ein Interview, wo du gedacht hast, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu früh gewesen? Nö. Nö. Du gibst dann immer erst das Go oder so und jetzt ich geht's. Ich geb das Go. Lass uns doch mal ganz konkret deinen Alltag anschauen. Ich glaube, das können sich viele ja nicht vorstellen. Du bist hier fest angestellt bei den Bayern. Ja. Wir werden später natürlich auch noch drüber reden, wie du überhaupt zu dem Job gekommen bist. Da sagen ja auch viele cool. Wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus? Gibt's das überhaupt? Also das Schöne an dem Job für mich ist, dass ich eigentlich keinen Alltag habe. Also ich weiß montags nicht, wie ich mittwochs arbeite, sozusagen. Jeden Tag was Neues. Klar, die Arbeiten, die ich mache, wie Übersetzungen oder den Unterricht selber, das sind die festen Bestandteile. Aber wie ich die anordne und wie das dann tagtäglich abläuft, das ist auch spontan. Das hängt ab vom Training. Manchmal wird auch spontan Training umgeschmissen. Es hängt ab davon, manchmal verletzt sich einer am Montag, dann muss ich ihn am Dienstag wieder umplanen. Genau. Also du weißt dann praktisch am Montag, kriegst du einen Trainingsplan und dann planst du drumherum. Du bist ja auch noch am Campus, unterrichtest du ja und auch. Und bei den Familien. Genau, und bei den Familien selbst auch. Und dann planst du dir selber alles individuell. Genau, dann plane ich das individuell. So, ich denke, dass es passen könnte. Ich glaube, ich habe jetzt in 7 Jahren noch keine Woche erlebt, die dann auch wirklich so, die dann auch wirklich so stattgefunden hat. Aber das gehört dazu, da muss man dann einfach flexibel sein und ja. Und du bist ja dann auch zum Beispiel bei einem Trainingslager mal mit dabei, oder? Also ja, genau. Im Quarantäne-Trainingslager zum Beispiel in Kassau warst du jetzt mit dabei, oder? Ja. Wie läuft das da ab? Wie ist das da integriert, die Unterrichtsstunden? Also in Kassau oder auch davor in Portugal während dem Champions League-Final-Turnier oder auch in Katar. Da geht es eigentlich weniger darum, dass die Jungs dann da noch wirklich Deutschunterricht machen. Klar, ich bin da, wenn sie das wollen, dann können sie das gerne machen. Trainingslager eher, weil da haben sie mehr Zeit so. Jetzt in Lissabon war es weniger.
so hängt auch wieder ab vom Trainingsplan. Ja. Ja, und dann abends, meistens findet Unterricht dann abends statt, mhm, oder wenn zwei Training sind, mittendrin. Aber das Hauptaugenmerk da meiner Tätigkeit ist dann das Übersetzen während den Spieleanalysen, den Gegneranalysen und so weiter. Da übersetze ich dann für die Jungs, die haben dann so einen Stöpsel im Ohr, mhm, und ich habe ein Übersetzungsgerät. Mhm. Und dann spreche ich da rein und hoffentlich kommt was an und sie verstehen es und setzen es dann auch um. Wie viele Sprachen sprichst du? Gut, ja? Eine. Deutsch. Deutsch. Also heißt, du sprichst praktisch perfekt Deutsch, mhm, Englisch kannst du auch gut. Sehr gut, genau. Mhm. Wie viele Sprachen, sag ich mal, kannst du, also dass du praktisch dann auch übersetzen kannst bei einem Spanier und, mhm, den auch verstehst, was er in dem Moment meint? Mhm. Also sprechen tue ich noch Spanisch und Französisch, mhm, und das reicht. Also das ist bei weitem nicht perfekt. Mein Englisch ist eine andere Welt im Vergleich zu meinem Spanisch und meinem Französisch. Aber es reicht für das Zwischenmenschliche, es reicht für den Unterricht ziemlich lang. Irgendwann sollten sie ja dann auch im Unterricht nur noch Deutsch reden. Ja. Ist klar. So. Das wäre der Optimalfall. Aber simultan übersetzen könnte ich jetzt nicht auf Spanisch oder Französisch. Keine Chance. Ja. Das ist ganz schön schwer, das ist oder? Total. Also ich habe echt Respekt vor so Übersetzer, ja, bei der UN oder, mhm, NATO oder. Ja. Ja. Boah. Das ist Wahnsinn, ja. In dem Moment, also das Gleiche, genau, in dem Moment zu übersetzen, Wahnsinn. Genau. Also ich übersetze dann auch auf Englisch, weil klar, simultan übersetzen, ich habe es nicht gelernt. Mhm. Ich habe es mir hier quasi selber beigebracht. War ein hartes Stück Arbeit. Genau, und da gibt es halt so ein paar Tricks. So. Mhm. Am Anfang habe ich immer beim Übersetzen auf den Bildschirm geschaut und nicht auf den Trainer und habe versucht zu hören und zu sehen und das, was ich sehe und höre, zusammenzubringen. Großer Fehler. Geht gar nicht. Wie macht man? Du kommst hinterher. Ich bin dann drauf gekommen, dass wenn ich nur mich auf den Trainer fokussiere, also nur auf das, was er sagt und gar nicht hinschaue, was gezeigt wird, was die Spieler sehen, dann ist die Übersetzung besser tatsächlich. Also du fokussierst dich auf das Geringste, was möglich ist, was du brauchst, um es, mhm, zu übersetzen. Genau. Und bei so einem Trainingslager, da versuchst du ja dann auch diesen Unterricht wahrscheinlich so ein bisschen flexibel zu gestalten. Das, genau, ist nicht so diese starre, so heute wird jetzt Grammatik ich mache nur Grammatik. Nur. Hör auf. Ohne Grammatik. Nein, nein, aber diese, Gott, Starre, dass du halt sagst, okay, hier, ich frage euch jetzt die Vokabeln ab. Gibt es dann auch mal im Trainingslager so einen Abend, wo man sagt, okay, wenn ihr jetzt hier Billard spielt, dann wird aber nur auf Deutsch gesprochen oder sowas? Ja, ja, klar. Ja. Ganz groß ist, jetzt in Grasau haben wir ein PlayStation-Turnier gemacht. Ich bin Letzter geworden. Hast du keine Chance gegen die Jungs? Keine Chance. 0,0. Nee, wir haben immer Zweierteams gemacht. Okay. Ja, und der Vorteil war halt im Zweierteam, dass die Jungs wirklich Deutsch miteinander sprechen mussten in der Fußballsituation. Und dann kamen dann halt so Sätze, geh links, Bro. Oder komm zurück, komm zurück, komm zurück. Und ja, war gut, war, ja, schön. Das, hast du das Gefühl, es fällt ihnen dann einfach leichter, oder? Weil sie in dem Moment, weil das organisch praktisch... Naja, aus ihnen rauskommt, wenn du was spielst. Klar. Ja. Also zocken eh alle. So, ja. Oder die meisten, nicht alle, das darf man so auch nicht sagen. Aber ja, die hatten Spaß daran. Und klar, sie können auch das dann in einem, sag ich mal, geschützten Umfeld. Da waren auch Spieler dabei, die noch nicht so lange hier sind, die noch nicht so lange Deutschunterricht haben. Und die konnten dann mal quasi Spiel intern oder auf ein Spiel bezogen, aber im geschützten Rahmen ihr Deutsch, mhm, wirklich vom Stapel lassen. Und da kamen sehr lustige Sachen. Was zum Beispiel? Ja, dass sie halt die Richtung verwechselt haben. Ja, klar, es ist so ja auch, Deutsch ist ja auch schwierig. Ja, ne? Genau. Ja. Gibt es dann auch eine Strafe, wenn sie dann theoretisch in ihre Muttersprache rüberrutschen? Also ja, es gab Punktabzug. Ah, okay. Mhm. Und du hast trotzdem nicht gewonnen. Danke. Ja, ihr Deutsch ist doch besser, als ich dachte. Okay. Viele fragen sich wahrscheinlich auch, ist das Pflicht? Also muss ein, ja, ja, Spieler... ja, ja. Ich meine, mir sind mir. Ja, genau, richtig. Und Kathleen hat er auch mal erzählt, die war ja auch schon im Podcast, mhm, es werden auch alle Trainingspläne, alle Anfahrtsreise, alles wird auf Deutsch alles rausgegeben. Auf Deutsch. Ja. Wie oft hat dann ein Spieler, der jetzt komplett neu kommt, der noch gar keine Deutschkenntnisse hat, wie sieht da so eine Woche bei ihm aus? Wie oft ist er bei dir? Also jetzt aktuell der Omar zum Beispiel, den habe ich bisher seit seinem ersten Tag hier jeden Tag gehabt. Ach, Wahnsinn. Ja, ich muss ihn sogar bremsen und sagen, jo, Sonntag hätte ich dann doch gerne frei. Ich glaube, der hätte auch noch am Sonntag Unterricht genommen. Nein, das ist natürlich auch charakterabhängig. Die einen sehen es tatsächlich eher so an als ja, Pflicht, ich muss es halt machen. Mhm. Und dann gibt es Spieler, die wollen es auch machen, die sehen einfach auch den Sinn für sich dahinter.
Und ja, da gibt es ja auch viele Punkte, die dafür sprechen, warum man eine Sprache sprechen sollte in dem Land, in dem man arbeitet oder lebt. Absolut. Also ich glaube ja auch die Begriffe der Trainer, ob das jetzt Hansi Flick oder Nagelsmann ist, das Training findet ja auch Deutsch. Auf Deutsch statt. Klar, klar. Jeder Spieler, der neu kommt, ich habe jetzt mittlerweile so ein Arsenal an Listen. Mhm. Ich hasse Listen, ich habe Listen gehasst in der Schule, aber man kommt halt nicht drum rum. Und da sind dann die wichtigsten Fußballbegriffe. Dann Julian hat mir jetzt ich habe ihn gebeten, so eine Liste zu machen mit den wichtigsten Begriffen fürs Training und fürs Spiel, die er immer wieder benutzt. Und die übersetze ich dann in Spanisch, Französisch, Englisch. Und die kriegt dann jeder neue Spieler in seiner Muttersprache. Und das ist dann wirklich das erste und einzige Mal in meinem Unterricht, ich schwöre, dass sie stupide Vokabeln auswendig lernen müssen. Weil die müssen sie einfach so schnell wie möglich drauf haben. Und da wird dann wirklich am nächsten Tag abgefragt. Und wenn du merkst, es hat jemand nicht gemacht? Naja, abfragen tue ich sie nicht, aber ich baue sie dann einfach in die ersten Wochen ein und ich merke dann relativ schnell, ob derjenige sie gebüffelt hat oder nicht. Mhm. Wirst du sauer oder gibt es eine Strafe, so wie was früher? Ich werde sauer, ja klar, ja? Logisch. Wie sieht das dann aus, wenn du sauer bist? Also am Anfang, sage ich mal, als ich hier neu angefangen habe, hatte ich keine Ehrfurcht oder so. Für mich ist auch im Leben jeder Mensch einfach gleich. So. Ich war schon noch eher ein bisschen zurückhaltend, weil großer Fußballstar und so. Und ich habe auch schnell gemerkt, es ist ein anderes Umfeld wie an der Uni. Ich komme ja eigentlich von der Uni, habe da unterrichtet. Mittlerweile ist es mir wirklich egal. Und ich sag ganz offen, hey, ganz ehrlich, es ist ein Ernst, seit 2 Wochen, das sind 10 Minuten Arbeit, jetzt mach mal. So. Und dann gibt es dann auch intern, das werde ich jetzt aber leider nicht ausplaudern, gibt es dann natürlich auch noch Strafen, wenn jemand wirklich nicht mitzieht. Weil ja, für den Verein ist es einfach wichtig. Und es ist nicht nur für den Verein nicht nur wichtig, weil für die Außenwirkung des Vereins, sondern weil wir im Verein halt auch einfach gesehen haben, wie wichtig das ist, dass die Spieler die Sprache können für sie. Ja. Also, dass sie nicht isoliert sind außerhalb des Trainingsgeländes, dass sie sich da nicht verloren fühlen. Für die Familien ist es auch wichtig. An oberster Stelle steht natürlich die Integration. Und da gibt es ja zig Studien dafür, was die Sprache für die Integration bedeutet. Ja. Ich glaube, auch dieses, wie du es, was du gerade gesagt hast, dieses Wohlfühlen. Und das tust du ja nur, wenn du gehst hier an der Säbener Straße entlang und der Pförtner vorne sagt was zu dir und du verstehst es nicht. Ja, ist natürlich auch wieder charakterabhängig, das weißt du selber. Also ich könnte in keinem Land leben für länger und die Sprache nicht sprechen. Ja. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Welcher Spieler hat dich denn so am meisten überrascht oder gedacht hast? Überrascht? Ja. Positiv oder negativ? Beides. Ich will immer beides wissen. Welcher Spieler hat mich positiv überrascht? Boah. Keiner? Nee, also wenn ich jetzt sagen würde, positiv überrascht, das würde ja implizieren, dass ich am Anfang gedacht habe, hey, du bist nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, du lernst es nie. Naja, aber du gedacht hast, überrascht insofern, es gibt ja Leute, die dann noch mehr, wie du gerade gesagt hast, Richards zum Beispiel, der jetzt gerade super viel Gas gibt. Mhm. Wen würdest du dann noch so in eine Riege mit reinstecken? Da würde ich, also es gibt viele, die mittlerweile wirklich gut Deutsch sprechen, die es auch relativ schnell gelernt haben. Tanguy hat super schnell gelernt, King hat damals super schnell gelernt, Xavi Alonso hat super schnell gelernt. Aber wirklich überrascht war ich benutze jetzt mal das Wort, von zwei Jugendspielern. Mhm. Und zwar von Taylor und von Chris Richards. Die haben auch wirklich reingehauen und am Anfang dachte ich schon, oh, das wird ein bisschen schwerer für sie, weil für Amerikaner oder Engländer ist es immer schwieriger, weil sie gewohnt sind, sie kommen mit ihrer Sprache überall durch. Aber die haben das super gut gemanagt. So in einem Jahr waren die wirklich auf einem richtig guten Level. So, und Chris macht ja auch einen super Job in Hoffenheim, ist jetzt wieder hier und bewegt sich völlig sicher und mit dem kannst du über alles reden mittlerweile. Und das ist schon eine gute Leistung nach 2 Jahren. Super, super cool. Voll cool. Lass uns doch mal in eine Unterrichtsstunde von dir reinhören, damals mit Thiago und Xavi Alonso. Thiago, stellst du Xavi eine Frage mit warum? Ja, Xavi antwortet dann. Warum schießt du sehr stark? Sehr stark ist? Ja, super. Ja. Stark, weil ich nicht so schnell laufen kann. Ist schon immer lustig bei euch. Ja, also. Spaß ist das Wichtigste. Ja. Ohne Spaß keine Motivation, ohne Motivation kein Lernerfolg. Ja. Und nicht nur beim Lernen, Spaß ist halt einfach, wir leben nur einmal. Ja.
Man muss sich halt auch mal fragen, wie fühlen die Jungs sich, die bei mir im Unterricht sitzen. Die sind hier, um zu kicken und nicht, um Deutsch zu lernen, ganz klar. Also ich bin da jetzt auch nicht blauäugig, mir ist das schon klar. Und irgendwie muss ich die ja catchen. Und das läuft über eine persönliche Ebene. Und ich glaube, ich bin schon ein lustiger Charakter. Insofern heißt persönliche Ebene bei mir, dass wir einfach Spaß haben zusammen. Und meistens funktioniert das auch ganz gut. Und mit Thiago warst du aber schon mal in der Pinakothek, genau, oder? Genau, mit Thiago waren wir oft essen oder mal im Museum oder sowas. Oder haben einen Film angeschaut zusammen. Ja. Wie gestaltest du denn so eine Unterrichtsstunde? Also wenn du sagst, es ist nie dieses ganz starre, wir lernen jetzt irgendwas auswendig. Mit was kommen die Jungs da so an? Was sind so kreative Umsetzungen von dir? Zum Beispiel in die Pinakothek gehen, weil Thiago gesagt hat, das interessiert mich, da habe ich einfach Lust hinzugehen. Genau. Na klar, ich habe schon Inhalte. Also die müssen lesen können, die müssen verstehen können, die müssen auch die Grammatik beherrschen. Die brauchen Wortschatz und da gibt es natürlich gewisse Übungen, die man auch ganz stupide macht. Ja. So. Die können ein bisschen kreativer sein oder weniger kreativ, aber das nach draußen gehen ist schon ganz wichtig, weil sie einfach auch das Gefühl haben, da nicht alleine zu sein, ja, dass ich bin dabei. Ja. Sie können dann aber trotzdem versuchen und ihr Deutsch anwenden. Und bei manchen war es auch so, die haben besser gelernt, wenn sie nur gesprochen haben. So. Und wir waren unterwegs im Restaurant oder auf der Straße oder auch einmal nur im Park oder im Kino. Und es sind auch unterschiedliche Lerntypen. Also da muss man sich auch drauf einlassen, wie lernt jemand. Ist jemand eher ein auditiver Typ oder anders strukturiert einfach von seinem Lernverhalten her? Hatte ich letztens auch bei einem Beitrag gesehen, dass Javi Martinez, dass du mit dem immer Filme geguckt hast, weil er so ein Filmfreak. Er ist ein Filmjunkie. Ja, genau. Und mit Untertitel, mit Deutschem, und dann habt ihr daran, anhand dessen habt ihr dann gelernt. Genau, das war eine Art und Weise, wie man mit Javi lernen konnte. Ich höre da irgendeinen Unterton. Nein, mit Javi war es immer super cool, aber halt auch echt chaotisch. Ja, aber das war halt schon immer, ne? Ja, voll. Was ist dir als Lehrer wichtig bei deinen Schülern? Was verlangst du von ihnen? Also das Wichtigste für mich ist, dass man sich gegenseitig respektiert. Und da gehört auch zu, dass man rechtzeitig ab- oder zusagt. Mhm. Weil sie müssen halt einfach verstehen, ich habe hier wirklich auch ich liebe meinen Job, aber es ist ein anstrengender Job. Und die Woche ist schon durchgetaktet, auch wenn sie nie so funktioniert. Aber ich versuche schon, so viele Spieler wie möglich, für so viele Spieler wie möglich da zu sein. Wenn jemand einfach sagt, okay, ich weiß, ich habe am Dienstag um 3 einen Termin und um 2:30 sagt er mir, ich komme jetzt nicht, weil ich habe jetzt keinen Bock, dann nimmt er die Stunde quasi einem anderen Spieler weg. Und das kann ich nicht akzeptieren, das finde ich nicht gut. Und das erwarte ich, dass sie halt einfach zuverlässig sind. Hausaufgaben, da bestehe ich nicht so drauf, weil der eine macht es und der andere macht es nicht. Die es nicht machen zu Hause, da muss ich dann den Unterricht halt einfach ein bisschen anders strukturieren. Was erwarte ich noch? Dass sie ehrlich sind zu mir. Mhm. Und Ehrlichkeit inwiefern, dass sie sagen, sie haben nicht gelernt? Ja, zum Beispiel. Sowas, oder auch, das verstehe ich nicht. Oder heute geht es mir nicht so gut. Können wir heute irgendwie was anderes machen? Ich habe keinen Bock auf Grammatik. Mhm. Und oder auch, ich habe überhaupt keinen Bock, die Sprache zu lernen, aber ich weiß, ich muss es machen, damit kann ich arbeiten. Aber wenn jemand zu mir in den Unterricht kommt und jedes Mal die Mundwinkel nach unten zieht, aber nicht sagt, warum, dann kann ich damit nicht arbeiten. So. Wie motivierst du solche Schüler? Was hast du für Geheimwaffen? Und alle Eltern spitzen jetzt ihre Ohren, die zuhören. Es ist schwierig, tatsächlich solche Schüler zu motivieren. Das Einzige, was da wirklich funktioniert hat bisher, war viel Gespräch und ihnen klarzumachen, warum es für sie wichtig ist und dann auf den Faktor Zeit setzen. Weil der ein oder andere nach einem halben Jahr doch eher einsieht, dass es wichtig sein könnte, die Sprache zu lernen, als nach 2 Wochen, wo er neu im Land ist, wo er neu im Club ist und so weiter. Mhm. Und wenn ich in meine eigene Schulkarriere schaue, dann war das genau das Gleiche. Ich war ein furchtbarer Schüler. Ja? Miserabel. Ja. Und ich hatte dann irgendwann mal einen Geschichtslehrer in der Realschule, war zuerst auf der Realschule, habe mein Abi danach gemacht, der meinte zu mir, du machst irgendwann einen Doktortitel. Und ich so, nie im Leben. Und er hatte dann... Du hast es gemacht, Er hatte dann doch recht, ja.
Und wie? Also ich habe ihn nicht, ich habe mein Doktorstudium nicht abgeschlossen. Da kam dann das Leben dazwischen. Was hat bei dir dann geholfen am Ende? Also was war für dich so... Genau, Faktor Zeit. Ja. Das, ich kann es gar nicht so beschreiben. Das war dann einfach... Klar, das war der richtige Lehrer zur richtigen Zeit und dann auch das Älterwerden und selber einsehen. Dieser dumme Spruch, du lernst nicht für mich, du lernst für dich und fürs Leben, stimmt halt doch. Und das kann man halt vielleicht mit 12 nicht einsehen, aber vielleicht sieht man es dann, wenn es wirklich drauf ankommt, mit 15 oder 16 sieht man es dann vielleicht. Ja. Diese Sprüche. Oder ja, die sind furchtbar. Schrecklich, ja. Ich glaube, die hat einfach jeder oder gehört. Wenn dein, ja, da gibt es zig Sprüche. Wenn dein Kopf nicht angewachsen wäre, würdest du den auch vergessen. Ja, und, genau. Was war denn so die beste Ausrede, warum jemand die Hausaufgaben oder sowas nicht gemacht hat? Oder sind die da wirklich ehrlich? Es gab doch bestimmt mal irgendwen, der gesagt hat, Mein Hund hat die Hausaufgaben aufgefressen. Ja. Nein. Wirklich. Ja, wirklich. Mein Hund hat die Hausaufgaben aufgefressen. Ja. Mein Hund hat die Hausaufgaben aufgefressen. Und du dann so? Und dann habe ich gesagt, diese Ausrede habe ich schon 1984 benutzt. Keine Ausrede wird funktionieren. Bei mir keine Ausrede. Du hast es nicht gemacht, stimmt's? Ich so, ja. Also nochmal, nicht anlügen, einfach sagen und dann ist es in Ordnung, dann machst du halt bis nächstes Mal. Ja, oder halt eine richtig gute Ausrede einfallen lassen. Das war aber auch noch in der Anfangszeit, wie gesagt, mittlerweile poche ich gar nicht mehr so auf die, auf die Hausaufgaben. So, das war halt, ja, am Anfang habe ich es noch versucht. Ja. Ganz ehrlich, es bringt nichts. So, bei denen, die es wirklich lernen wollen, die machen zu Hause auch was. Und die, die es nicht wollen, die zu mir kommen, weil sie es müssen, die machen zu Hause auch nichts. Mhm. Ja. Ist so. Und dann hilft nur die Zeit. Tatsächlich. Gibt es denn so ein Lieblingswort bei den Jungs? Also was sie immer besonders gern lernen und hören? Was alle sehr schnell können. Mhm. Ja, ist leider nicht mal ein deutsches Wort. Bro. Oh. Ja. Ja. Wobei die Abwandlung ins Deutsche ist auch sehr beliebt. Brudi. Können alle. Gleich nach zwei Tagen. Erste Stunde. Nach zwei Tagen. Brudi. Lernen sie nicht von mir, schnappen sie einfach so auf. Ein Lieblingswort. Läuft. Läuft. Oh, okay. Läuft. Mhm. Ja. Und ein Hasswort? Schiedsrichter. Sagt wahrscheinlich jeder immer die Abkürzung. Ja, Schiedsrichter ist wirklich schwer. Die Betonung ist wirklich schwer. Ja. Die Aussprache, ja. Hast du irgendwem auch mal einen totalen Scheiß beigebracht? Also weißt ja, du klar, so ein was zum Beispiel? Das würde ich ja, glaube ich, ständig immer machen. Nein. Nie gemacht. Ich war in Versuchung so. Also meine Jungs zu Hause, ich komme ja aus Stuttgart. Mhm. Haben dann im Scherz gesagt, ich soll ihnen dann irgendwie so Interview-Floskeln nach dem Spiel beibringen, die dann für den VfB wären und gegen den FCB. Aber nee. Das hast du nicht gemacht. Nein. Das wäre aber auch zu krass gewesen. Nein, auf jeden aber Fall. Macht ihr sowas manchmal, dass du mit den Spielern irgendwie sagst, hey, bau in deinem nächsten Interview mal das und das Wort nein. ein? Nein. Klar, wir haben auch spezielle Unterrichtsstunden für Interviewvorbereitung. Mhm. Das ist dann mehr so Rhetorik und sowas. Aber da ist ja dann auch nichts auswendig gelernt. Da spricht man dann einfach, schaut man sich Interviews von Thomas an oder von Joshua und übt es einfach, einen geschützten Raum. Ja. Okay, also ihr schaut euch die Interviews von Thomas Müller an zum Beispiel. Und du fragst sie dann genau. ab, was hat er da jetzt was genau hat er da gesagt? Gerade gesagt und so. Und dann kreiere ich auch Spielsituationen. Also wir haben jetzt 3-2 verloren in der letzten Minute gegen Paris im Halbfinale durch einen Elfmeter. Das ist die Spielsituation. Und dann interviewe ich quasi Luki oder Tongi nach dem Spiel. Bist du dann der Reporter? Ich bin der Reporter. Und das nehme ich dann auf und dann schauen wir es uns nochmal zusammen an. Und so lernen die das dann einfach Schritt für Schritt. Wobei, Interview ist nochmal eine taffe Angelegenheit, da sind sie voll mit Adrenalin und dann in einer Fremdsprache und ja. Das ist schon schwer, ja, das in dem Moment die Frage dann auch richtig zu verstehen und dann zu antworten, vor allem wenn du noch nicht so lange da bist. Schaust du dir dann, du bist ja wahrscheinlich nicht immer dabei bei allen Spielen, oder? Genau. Schaust du dann am nächsten Tag irgendwie Interviews durch, also mit den Jungs auch zusammen, sagst, schau mal hier. Wenn sie das wollen, ja, ich selber nicht. Ja. Wenn sie sagen, ich hatte jetzt gestern ein Interview, können wir es nochmal zusammen angucken, klar, dann schaue ich es mit ihnen an. Und sagt, das kannst du besser machen, das war super. Mhm. Oder, was hast du denn da gesagt? Ja. Aber guck mal, man sieht es ja selbst, also King hat jetzt auch schon deutsche Interviews gegeben vorne und der ist
Ja, der Sebner ist der völlig sicher in der Sprache. Und selbst er nach dem Spiel oder vorm Spiel sind sie im Tunnel und nach dem Spiel, wie gesagt, sind sie noch so gepusht, dass es selbst ihm auch schwerfällt, da so zu sprechen, wie er es eigentlich könnte. Also da muss dann, glaube ich, auch jeder Fan ein bisschen Verständnis haben. Ach ja, also ich finde immer, solange man es ja versucht, ist genau, ja alles. Das ist also, das Wichtigste. Das ist ja auch, wenn wir, auch obwohl wir Englisch so lange gelernt haben in der Schule, haben wir trotzdem auch einen deutschen Akzent, wenn wir mit dem Englischen unterwegs sind. Und du auch hast dann auch manchmal irgendwie Dinge, die du immer wieder falsch machst, wo du dann weißt, nein. Das ist total lustig. Der Omar, also ich übersetze jetzt ja gerade zum Beispiel, mache ich so die Listen von, was die Spieler an taktischen Kniffen, was Julian gerne hätte, dass die Spieler verstehen, übersetze ich den Spielern. Mhm. Nochmal im Einzelunterricht oder frag nach, hast du das verstanden, hast du das verstanden? Und Omar meinte neulich zu mir, Max, ich liebe dein Englisch, weil ich habe nicht gewusst, dass Englisch so präzise sein kann. Du sprichst, man merkt, du bist Deutscher, aber du benutzt das Englische, so würde ich das nie benutzen, aber man versteht, alles ist kristallklar und das kann, glaube ich, nur in Deutsche. Ach, krass, aber das ist ja voll das Kompliment, oder? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht war es auch ein höflicher Diss oder so. Nein, aber ist klar. Also ich meine, ja, mein Englisch ist nahezu perfekt, du merkst immer, dass ich Deutscher bin. Auf jeden Fall. Das wirst du auch nie rauskriegen. Ja. Nie, keine Chance. Weil du es jetzt gerade nochmal gesagt hast, Julian sagt ja auch, was du ihnen beibringen sollst. Wie unterschiedlich sind da die Trainer? Oh, komplett unterschiedlich. Ja, komplett. Also dem einen es fängt schon damit an, dass einem der Sprachunterricht wichtig ist und dem anderen nicht. Mhm. Also da war jeder Trainer bisher komplett unterschiedlich. Ja. Jetzt zum Beispiel im Vergleich Flick und Nagelsmann, wie... Ich glaube, da ist der Eindruck von Julian jetzt noch zu frisch. Mhm. So, da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen warten. Aber Julian ist schon, glaube ich, wichtiger, dass sie auch die Nuancen verstehen von dem, was er erzählt. Zum Beispiel? Es ist schon ein bisschen taktischer geprägt jetzt auch, gerade die ersten Wochen, weil klar, ein neuer Trainer hat eine neue Taktik und die muss er natürlich erstmal vermitteln. Und bei Hansi war mehr so im Zwischenmenschlichen. Also das war ihm auch wichtig, dass die Spieler ihn auch verstehen, wenn er was Privates mit ihnen bespricht oder wenn er auch mal einen Witz macht, dass sie den Witz dann auch verstehen können, dass man einfach zusammen dann auch lacht und so. Also da hat jeder auch andere Prämissen, klar. Bist du bei solchen Gesprächen dann auch manchmal dabei? Also Hansi hat es immer so gemacht, versteht er das, wenn ich das mit ihm spreche, wenn ich das mit ihm besprechen will? Wenn ich das mit ihm besprechen will. Auch ein Deutschlehrer darf mal Fehler machen. Ich bin nervös. Ach was. Nein, überhaupt nicht. Alles gut. Und dann meinte ich ja oder nein. Und wenn ich gesagt habe nein, dann willst du dazukommen. Kann ich machen. Und manchmal war ich auch dabei die ersten 2 Minuten. Dann habe ich gemerkt, es läuft doch. Ja. Und dann habe ich mich wieder verdrückt. Und beim anderen bin ich dann die ganze Zeit da geblieben und habe dann übersetzt oder... nur eingegriffen, wenn ich gemerkt habe, der Spieler versteht es jetzt wirklich absolut gar nicht. Ja, weil es ist ja schwierig. Also gerade das ist ja, wenn der Trainer dann mit dem Spieler nicht hundertprozentig kommunizieren kann, wird dann da nicht auch trotzdem manchmal geswitcht? Klar, logisch. Ja, schon, oder? Logisch. Da wird dann nicht drauf bestanden. Also ich war bei weniger Einzelbesprechungen mit Spielern dabei, als dass ich nicht dabei war. Ja. Macht das Sinn? Also... Ich war meistens nicht dabei. Ja, genau. Und ich war meistens nicht dabei. Nach der Stunde sind wir beide fertig. Und klar, switchen die dann auch auf Englisch, weil die sollen die Sprache lernen, aber die oberste Priorität ist, dass sie es verstehen. Und wenn sie es halt auf Deutsch nicht verstehen, weil sie ein halbes Jahr oder ein Jahr erst da sind, dann klar switcht der Trainer dann auch auf Englisch oder Französisch oder Spanisch. Ja. Also bist du auch einfach in sehr engem Austausch mit dem ganzen Trainerteam, mit dem Staff? Das ist auch von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Also bei Nico zum Beispiel war ich weniger involviert und bei Hansi doch schon sehr und bei Julian jetzt auch, klar. Wie ist es dir lieber? Integriert. Ja. Integriert in die Abläufe, weil ich dann auch meinen Unterricht besser anpassen kann. Dann müssen sie nicht lernen, was heißt Kühlschrank.
sondern sie lernen dann, was heißt, nachdoppeln. Ja, weil du genau weißt, okay, der genau. Trainer braucht jetzt genau diesen Begriff. Wort. Ja. Und ob Omar jetzt in seinen ersten 3 Wochen versteht, was Kühlschrank heißt, kann ich mit ihm auch noch nach 4 Monaten machen. Ja, ist nicht ganz so dringend. Ist am Anfang jetzt nicht ganz so wichtig. Ich habe auch, ich habe mich mal umgehört und habe gehört, dass ihr im Trainingslager in Grassau ein Theaterstück. Du hast dich umgehört? Ja. Wo hast du dich denn umgehört? Tja, das verrate ich dir nicht. Ja, wir haben ein Theaterstück gemacht. Ja, es war eine szenische Lesung, aber nicht gelesen, sondern wirklich aufgeführt. Wir haben den Panther von Rilke für das Team einstudiert. Also heißt das ganze Team, die ganze Mannschaft? Oder nein, nur meine Jungs. Für das Team, so als kleines Abendevent. Wie lange habt ihr da geprobt? Konzentriert? Ja. Nee, jeden Tag tatsächlich. Ja, wirklich. Okay. Und die Jungs waren auch wirklich jeden Tag, alle pünktlich. Die ganze Gruppe, ich habe alle zusammengehauen, alle zusammengeworfen. Und ja, da waren sie ja ganz cool und aber easy. Ich kenne sie ja, sie waren schon richtig nervös. Was, glaube ich. Und sie haben es super cool gemacht, richtig cool. Ja, vor allem Schauspiel ist ja nochmal was anderes als Fußballspielen. Naja, klar, dem einen liegt es. Also Luggi hat ganz groß aufgetrumpft und Benji auch. Ja. Und dann gab es natürlich dann andere wie Thiago Dantas noch, der eher auch schüchtern war. Der hat halt versucht, seinen Text hinzukriegen und Buna auch. Und Tongi war auch richtig gut. Aber so viel Schauspiel war es jetzt gar nicht. Das war halt eher Bewegen und Intonation und ja. Aber war gut, war richtig schön. Also warst du stolz danach? Also gedacht, oh. Die Jungs waren stolz. Ja. Das war für mich viel wichtiger. Das ist ein schönes Gefühl, super. Oder? Wenn man dann sieht, man hat das geübt und dann hauen sie das da so runter. Klar, also ich fand es wirklich schön, dass die, dass auch Serge und Joshua und Manu sind dann zu den Jungs hin und hey, super gemacht, Lucky, super gemacht von sie. Da waren die Jungs dann schon stolz, doch, ja, auf jeden Fall. Das glaube ich, cool. Ja. Wir haben noch eine Sprachnachricht bekommen von jemandem, mit dem du auch lange zusammengearbeitet hast, Thiago. Ah. 7 Jahre lang war er bei den Bayern, ist jetzt seit 2020 bei Liverpool. Und ich warne dich schon mal vor, die Sprachnachricht ist nicht auf Deutsch. Okay. Hola Max, ¿qué tal estás? Mucho tiempo que no hablamos, pero las conversaciones siguen estando presente, tanto las en inglés, en español, como en alemán. Eres un tío fantástico. Creo que en todo momento no solo ganamos un profesor, sino también un amigo para el resto de nuestras vidas, una persona en la que podemos ir a tomar una cerveza, podemos ir a tomar un café, podemos estudiar, podemos reír, podemos parar la play y desearte todo lo mejor, lo que has hecho y lo que queda por venir. Un abrazo, amigo mío. Oh. Bier, wir haben nie Bier getrunken, wir haben immer nur Wasser und Tee getrunken. Ja, ja. Das darfst du natürlich noch übersetzen. Nein, alles gut. Ja, also für alle, die kein Spanisch können. Thiago hat gesagt, ihr habt euch lange nicht mehr gesehen und du bist für ihn nicht nur ein Deutschlehrer, sondern auch ein Freund in der Zeit geworden und er hofft sehr, dass ihr euch bald mal wieder seht, vielleicht auf ein Café oder ein Bier. Wie ist das für dich, wenn du sowas hörst? Ja, schön, klar. Also man baut natürlich auch eine persönliche Beziehung auf zu den Jungs. Ich meine, wir sehen uns unter 4 Augen meistens, wenn nicht eine Gruppensitzung ist. Das Allerwichtigste, du hast vorhin auch nach der Motivation gefragt, wie ich die Spieler, die keinen Bock haben, dann catch. Das läuft nur über persönliche Beziehung. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass man am Anfang auch ganz viel wo kommst du her? Was machst du? Also in der Muttersprache, dass die einfach auch Vertrauen zu mir haben, dass ich den Menschen auch besser, der Spieler ist mir in dem Moment ganz, ganz egal, sondern der Mensch ist für mich wichtig, kennenlernen und dass man da so eine persönliche Beziehung einfach aufbaut, wo man sich auch vertrauen kann. Und selbst wenn sie keinen Bock haben, die Sprache zu lernen, ist doch bisher jeder an den Punkt gekommen, dass er gesagt hat, okay, ich vertraue dir und ich kann dir erzählen, wenn es mir nicht gut geht oder. Und dann quatsche ich auch mal eine ganze Stunde mit ihm über ein Problem und lasse dann den Unterricht sein. Cool. Weil das in dem Moment, glaube ich, dann auch echt wichtiger ist. Total. Und dieses eine andere Sprache sprechen, da ist ja auch wichtig, dass du dich wohlfühlst. Und sobald du eine Person da hast, wo du denkst, scheiße, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann kriege ich gleich einen bösen Blick. Nein, Fehler sind erlaubt. Das ist eins der ersten Dinge, die ich ihnen beibringe. Fehler sind wichtig sogar. Das ist wie im Fußball, wenn du keine Fehler machst von Anfang an, kannst du dich auch nicht verbessern, weil dir keiner sagen kann, mach das mal besser. Und das ist bei einer Sprache genau das Gleiche. Ja. Klar.
Und du bist ja dann bei manchen Spielern auch bei den Spielerfrauen zum Beispiel. Oder zu Hause. Den Kids. Oder, genau. Genau. Nehmen das viele in Anspruch? Ja. Ja, doch. Klar. Und zu denen fährst du dann nach Hause oder wie läuft das ab? Genau, ja. Zu denen fahre ich dann nach Hause. Ich habe so eine Priorisierung. Das kommt auch immer darauf an, wie viel Arbeit ich habe. Also zuerst kommen die Profis, dann kommen die Amateure. Dann der Campus und dann kommen die Familien. Wie viel Unterrichtsstunden gibst du so in der Woche? Oh lala. Saison zu Saison unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie viel neue Spieler haben wir, wie viele Spieler haben wir, die schon länger hier sind, die schon relativ gut sprechen. Dann verschiebt sich natürlich auch der Fokus. Also jetzt mit King mache ich jetzt natürlich weniger Unterricht, bis kein Unterricht. Omar braucht Intensivunterricht. Genau, aber bisher hat es eigentlich ganz gut geklappt mit den Familien. So, da kam jeder zu seinem Recht und viele wollen auch Deutsch, manche wollen dann halt auch Englisch lernen, die von den Frauen, was ich bei den Frauen auch völlig verstehen kann. Klar. So, genau. Also jetzt in Corona-Zeiten waren die Jungs wahrscheinlich auch meistens alleine bei dir, oder? Ja, genau. Aber gibt es auch manchmal so einen Doppelunterricht, dass du sagst, hey, es ist ganz gut, wenn ich jetzt mal... Klar. Wie teilst du das auf? Sagst du dann, okay, eher Spanier zusammen oder gehst du da nach Niveau oder wird da einfach zusammengewürfelt? Grenzen und Flaggen existieren in meinem Kopf nicht. Ja. Ich gucke nach Niveau. Ja. Wer spricht wie gut? Wer ist ungefähr auf demselben Niveau? Und wenn man jetzt, was Gott sei Dank noch nie vorgekommen ist, wenn ich jetzt wüsste, der Spieler kann den Spieler überhaupt nicht leiden, wie gesagt, ist bisher noch nicht vorgekommen. Ich hoffe, es kommt auch nie vor. Dann würde ich die auch nie zusammenpacken, auch wenn sie das gleiche Niveau hätten. Aber ja, genau. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ach cool, der Spanier kann dann vielleicht dem Spanier noch besser erklären, wie er sich das irgendwie herleitet oder sowas. Nee, das da ist gar nicht. Nee, da reicht mein Spanisch gar nicht. Das kriegst du hin. Sehr gut. Du bist ja eben auch noch am Campus, hast du gerade gesagt. Wie würdest du die Profis mit den Nachwuchsspielern vergleichen? So komplett anders. Ja? Komplett anders. Ich meine, die Jungs am Campus, die sind dann noch eher in dem Schulischen drin. Die sehen mich schon in erster Linie als Lehrer. So der Lehrer. Der Lehrer mit der kommt. Brille und. Genau. Mit der Brille. Weißt du, so, ich stelle mir das immer so typisch, mein Deutschlehrer und dann so mit seiner Tasche, mit seiner Aktentasche. Das Lustige ist, dass du das gerade sagst, mein Deutschlehrer hatte früher immer so eine Mütze auf, wie ich heute auch. Das fällt mir gerade ein. Tatsächlich. Das ist wahrscheinlich die Deutschlehrermütze. Ja, das ist die Deutschlehrer, nein, aber. Könnt ihr übrigens auch, wenn ihr jetzt gerade hört, könnt ihr Max natürlich auch mal anschauen. Wir haben euch das Video natürlich auch wieder auf YouTube hochgeladen. Die sind wirklich noch, lass mich so sagen, pflegeleichter. Mhm. Die machen auch Hausaufgaben. Die haben auch wirklich ein schlechtes Gewissen, wenn sie keine Hausaufgaben gemacht haben, weil sie es einfach noch gewohnt sind von der Schule. Mhm. Die haben noch nicht diese Haltung, dass man liefern muss. Mhm. Das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber die Profis sind doch schon eher von allem darauf eingestellt, dass sie liefern müssen. Das heißt aber auch, ihr Umfeld, ihr professionelles Umfeld muss liefern. Und das ist bei den Jungs am Campus noch nicht so. Wir haben vorhin schon gehört, du bist ja auch im Trainingslager mit dabei, bist hier viel an der Säbener Straße, bist dann wieder am Campus. Du bist ja hier der einzige Deutschlehrer. Das ist schon ganz schön viel, oder? So, also wenn man sich jetzt mal überlegt, du musst immer irgendwie da sein, wenn die Spieler auch da sind. Und die Spieler haben dann vielleicht mal irgendwie so eine kurze Saisonpause. Ja. Ja. Das ist nicht ohne, oder? Schaut's. Ja, das ist nicht ohne und vielen Dank an meine Frau. Ich habe eine ganz tolle Frau, die das trägt tatsächlich. Ich glaube, ich hatte seit 7 Jahren keinen Urlaub mehr mit meiner Frau zusammen. Ach was? Was macht deine Frau? Die ist Lektorin. Okay. Aber wenn die Kids frei haben, dann muss sie halt frei nehmen, weil wir schon wieder in der Vorbereitung sind. Ach krass. Und wenn hier Saisonpause ist, dann gehen die Kids noch zur Schule oder in den Kindergarten. Klar, natürlich. Was ist das los? Aber unter dem Strich sieht sie natürlich auch, dass mir der Job Spaß macht. Und dass er uns natürlich auch was bringt. Und ja. Und das ist ja auch was sehr Schönes, wenn man gern in die Arbeit geht. Das ist das Wichtigste. Ja, eben. Du hast ja Literatur, interkulturelle Germanistik, oder? Studiert. Ja. Und hast dich ja dann entschieden, nicht... Und Geschichte. Ganz wichtig. Oh, hast du vergessen. So ein Lieblingsfach. Ja? Ja. Finde ich auch super interessant. Ich habe noch mehr studiert, aber das muss man jetzt nicht alles... Ja, ja. Wie viel hast du studiert? Oh, ich habe echt lang studiert. Ich habe so lange studiert, dass mein Vater gesagt hat, also wirst du irgendwann fertig, so mit 42,
43. Wann bist du fertig geworden? Nein, ich bin schon früher fertig geworden. War noch eine 2 davor? Oder? Da war, meinst du vom Jahr? Ja, ja klar. Ja? Okay. Logisch. Ja. Man, nee, ich also, meine 2, also praktisch war es noch in den 20er Jahren, also 20 oder war es schon ab 30? Gott, das verwirrt bei uns. Ach war so. Noch eine 2 beim ja. Alter davor oder war es schon eine 3 davor? Es war noch eine 2 davor. Ja, okay. Gerade so. Hast du, was war denn damals dein Plan? Du hast ja wahrscheinlich nie gedacht, dass du irgendwann mal beim FC Bayern Never. Landen wirst als Never. Sprachlehrer. Überhaupt nicht, nee. Also wie gesagt, ich bin aus Freiburg hierher gekommen, nach München, mit meiner Frau dann. Sorry, es war eine 3 davor. Das hatte ich jetzt noch beschäftigt. Ja, ich muss gerade nochmal nachdenken. Und wir haben damals eine Tochter bekommen. Und ich war in Freiburg an der Uni als Privatdozent und habe nebenher an einer Sprachschule gearbeitet, einfach weil ich das als Student gemacht habe, als Studentenjob und es einfach beibehalten wollte, weil es mir so Spaß gemacht hat. Der Plan war aber eigentlich, dass ich meine Doktorarbeit doch zu Ende bringe und dann an der Uni bleibe. Dann kam aber ein sehr verlockendes Jobangebot für meine Frau und ich, moderner Mann, habe gesagt, Frau, mach mal, du willst nach München, also pack mal's. Sehr gut. Und was wir nicht wussten, dass sie da schon schwanger war, als sie unterschrieben hat. Und dann war es halt aus mit, mein Plan war, dass ich erstmal meine Doktorarbeit fertig mache in München, aber dann musste halt auch schnell Geld ran. Ja, klar. So ist es halt, gell? Natürlich. Und dann habe ich bei einer Sprachschule angefangen, einfach so nebenher, weil ich noch ein bisschen was dazu verdienen wollte. Und dann stand ich eines Tages bei der Sekretärin im Büro. Immer gut verstehen mit den Sekretären, das sind die wichtigsten Personen. Ne? Die haben alles. Die haben alles unter Kontrolle. Control, genau. Ja. Ziehen die Fäden. Und da kam gerade ein Fax und da war oben ein Bayern-Logo drauf. Und dann meine ich zu der Sekretärin, den Job würde ich übernehmen, wenn es okay ist. Und dann sagt jemand, ja klar, okay, mach. Nee. Doch. Und dann war ich die erste Zeit auf Geheiß der Sprachschule hier. Und das war unter Pep. Und dann hat Kathleen mich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, für Bayern zu arbeiten. Krass. Ja. Das ist ja kompletter Zufall gewesen. Also wärst du in dem Moment nicht bei der Sekretärin im Büro gestanden, oder? Hättest genau. du diesen Job wahrscheinlich gar nicht, wärst du gar genau. nicht aufmerksam geworden. Genau. Ich war halt einfach freiberuflich dann und und Kathleen hat mich gefragt, ob ich quasi ihren Job mit übernehmen könnte, das organisieren, die Unterrichtsplanung machen und so weiter. Ich habe noch andere Sachen nebenher gemacht damals. Genau. Und wie war das damals dann für dich, als du hierher gekommen krass. Bist? Ja, ganz krass. Was war so dein, wenn du jetzt zurückblickst, jetzt bist du ja auch schon eine Zeit hier, was war so dein schönstes Erlebnis mit dem FC Bayern? Lissabon. Hammer. Das glaube ich. Das war wirklich, das waren Gänsehautwochen, wie das Team zusammen funktioniert hat. Nicht nur funktioniert, sondern auch wie die Chemie im Team war. Dieser Spirit, abends saßen alle zusammen. Wir waren einfach ein Team. Wir waren einfach nicht nur die beste Mannschaft, sondern auch das stärkste Team in Lissabon. Unglaublich. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dieser ganze Vibe, den ihr so mitgezogen ja. habt, ne? Ja. Du warst komplett dabei? Ich war komplett dabei. Ich habe dann auch, als wir dann aufs Spielfeld durften endlich, viele lustige Fotos bekommen von meinen Freunden, die mir geschrieben haben, man hätte sich nicht rasieren können. Wie siehst du denn aus? Du bist doch betrunken. Ich war einfach fix und fertig. Ich war emotional einfach. Das glaube ich. Einfach fix und fertig. Ja. Ich bin auf dem Feld da rumgerannt, als wäre ich auf, keine Ahnung, auf irgendwelche Drogen. Aber das war einfach emotional wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Und alle haben an einem Strang gezogen und ja. Thiago hat damals in der Pinakothek gesagt, oder ihr hattet ausgemacht, wenn sie die Champions League gewinnen, dann fahrt ihr mit dem Mofa nach Barcelona. Nee, oder? Barcelona hat er dann gesagt, will er dann doch nicht machen, aber in München. Ich habe ihm das Video auch nochmal geschickt. Ich habe ihn schon dran erinnert. Das steht noch aus, oder? Das steht oder? Noch aus, klar. Ja. Macht ihr auch wirklich. Ja, ich bin oder? Hier in München. Ja. Kommst du mal rum, ne? Er muss rumkommen. Ja, komm mal rüber, Junge. Komm mal rüber, Junge. Genau. So, jetzt habe ich noch ein paar kurze Abschlussfragen. Okay. Und zwar, wenn du deinen Deutschunterricht nicht machen könntest, welchen von deinen Schülern würdest du sozusagen den Lehrerstift in die Hand geben und sagen, so, du machst heute den Deutschunterricht? Mega Frage. Tongi. Tongi? Tongi. Okay. Das werden wir natürlich gleich weiterleiten. Oder Marc. Ja? Ja. Okay. Die zwei können sie auch zusammen machen. Ne? Mhm. Wenn du einen Profi
hier zum Podcast schicken müsstest, also einen von sozusagen deinen Profis, die bei dir im Unterricht sind, wer wäre es? Also hier Laberababa eine Stunde lang. Laberababa eine Stunde lang. Auf Deutsch oder in seiner Muttersprache? Ja, klar, nee, auf Deutsch. Auf Deutsch. Lucky. Lucky? Lucky. Okay. Es wäre Kauderwelsch. Mhm. Viel. Hat manchmal Tage, da macht das super gut. Und manchmal denkst du wieder, seit wann bist du da? Seit wann lernst du Deutsch? Aber Lucky redet immer. Und das ist das Coole, das oder? Ist sich das einfach trauen und. Trauen, einfach labern und ja, genau. Wenn du dir, du hast ja auch Tattoos für alle, die jetzt den Podcast gerade hören, wenn du dir von einem der Jungs ein Tattoo stechen lassen müsstest, wen suchst du dir aus? Hau raus. Oh Mann, oh Mann. Von wem würde ich mir einen stechen lassen? Wer glaubst du ist der... Hat die ruhigste Hand. Ja, hat die ruhigste Hand, ist am feinfühligsten und kriegt vielleicht sogar auch noch ein schönes Motiv hin. Das wäre ja auch nicht schlecht. Feinfühlig. Von Marc auch. Okay. Ich glaube, er hat auch die Nerven dazu. Glaubst du, er ist ein guter Tätowierer? Nein. Nein. Welches Motiv wäre es? Wahrscheinlich einfach nur so ein Strich, oder? Ein Herz. Ein Herz. Mit Max liebt Marc. Ja. Oder irgendwie sowas. MM. Mit so einem Pfeil durch. Ja, genau. Ja, super. Marc Rocker, okay. Und du fährst ja auch noch viel Fahrrad. Ja. Wo hast du dich denn überall umgehört? Yeah. Was weißt du denn alles? Ich habe meine Quellen. Hammer. Die Sekretärin, weißt du? Ja. wenn du eine Fahrradtour mit einem der Spieler machen würdest, müsstest, wen würdest du mitnehmen? Manuel. Also so eine richtig... Ja? Manu. 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 So eine richtig lange Tour. Ja, ja? Manu. Warum? Weil er mir schon mal gezeigt hat, wie man Fahrrad fährt. Wir sind schon mal zusammen Fahrt gefahren. Ah. Okay, dann muss man fernhalber sagen, ich hatte am Tag davor eine wirklich lange Tour hinter mir und meine Beine waren schon schwer. Und am nächsten Tag hatte ich halt ein Fahrraddate mit Manu und ja, das war schon hart. Hast du dann schön gemeckert? Also die Steigung bin ich nicht mehr hochgekommen. Echt? Ich konnte nicht mehr, meine Muskeln waren komplett zu. Oder hast du dann geschoben oder wie? Ich habe dann geschoben. Aber ich glaube, er hat es niemand erzählt bisher, hoffe ich. Ist auch egal. Jetzt hast du es erzählt. Ja, ach so. Verdammt, das wird ausgestrahlt. Shit. Und eine Sache noch. Wir haben gehört, dass ein Bett bei dir im Büro steht. Ja, ja. Ich glaube, das kam unter Jürgen Klinsmann. Der hat Betten ausstellen lassen, damit die Spieler sich auch ausruhen können, was da Sinn macht. Und meins ist quasi das Letzte. Aber ich lag da selber wirklich noch nie drin. Wirklich, wirklich. Wirklich noch nie drin. Hast du es immer nach Hause geschafft? Ich habe es immer nach Hause geschafft, auch nach der Mannschaftswiesen und so. Ja. Immer nach Hause geschafft. Aber es gibt tatsächlich Spieler, die legen sich da gerne doch mal noch kurz ein. Für einen kleinen Power-Nap. Für 20, genau. Ja. Max, mega. Hey, ich hätte jetzt noch ewig mit dir cool. weiter quatschen können. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Ich fand es ja auch sehr, sehr nett hier. Cool, wunderschön. Schön. Freut mich sehr. Und wir machen dann einfach irgendwann mal eine Reunion. Und sehr schön. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst ja, teilt sie gern mit euren Freunden. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback von euch und wir hoffen, euch geht's gut und freuen uns schon sehr auf die nächste Folge. Danke, Max. Ciao, ciao. Danke dir. Ich glaube, ich bin fertig.